Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute möchte ich ein Experiment machen, ein Schmexperiment. Ach, schon ein gutes Wortspiel, Schmexperiment. Und zwar lieben wir Windbeutel, die werden ja aus einem Brandteig hergestellt. Wir lieben Eclair, die werden ja auch aus einem Brandteig hergestellt. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir einen Eclair, aber als Rolle, also sozusagen einen Riesen-Eclair. Und dafür braucht ihr wirklich nur ganz wenige Zutaten. Und ich glaube, Eclair schmeckt jedem. Es wird auch Liebesknochen genannt, warum auch immer. Manchmal wird es gefüllt mit einer Vanillecreme oder auch mit einer Schokocreme. Wir machen es heute ganz klassisch mit einer Sahnecreme und außenrum kommt dann eine Schokocreme. Ich glaube, damit kann ich hier die Mädels und Jungs wirklich begeistern. Für den Brandteig nehme ich 60 Gramm Butter, 250 Gramm Wasser, 200 Gramm Mehl, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt und 4 bis 5 Eier. Und zuerst nehmt ihr jetzt die Zutaten und geht mal Richtung Herd, denn ihr braucht zuerst mal einen Topf. Nehmt ihr einfach einen Topf, der groß genug ist. Da kommt das Wasser rein, dann die Butter und das Salz. Und die Zutaten, die müssen jetzt einmal aufkochen. Und der Teig heißt Brandteig, weil er eben im Topf, am Herd, abgebrannt wird. Also nicht angebrannt wird, sondern abgebrannt. Und das bewirkt dann, dass der Teig später schön aufgeht und der Teig eben auch die Luft in sich speichert. Ich glaube, ein bisschen zu viel Theorie, deswegen die Info reicht. Ja. Also wirklich jetzt am Herd schön abbrennen. Jetzt kocht das Wasser, das letzte Stück Butter schmilzt gerade und jetzt gebt ihr das Mehl in einem Schwung dazu und jetzt ordentlich rühren, damit so ein richtig toller großer Teigklotz entsteht. Und jetzt einfach so 1 bis 2 Minuten weiter rühren und den Teig schön abbrennen. Und am Boden hier bildet sich dann ein weißer Belag und daran erkennt ihr dann, dass er gut ist. Wenn ihr übrigens die Kenwood Cooking Chef habt, die Gourmet, dann könnt ihr das einfach darin machen. Dann spart ihr euch nämlich das Rühren. Das übernimmt dann die Küchenmaschine für euch. Aber so am Herd kochen hat auch was. Und dann füllt ihr den Teig einfach um in eine große Schale. Da könnt ihr jetzt auch gerne die Küchenmaschine nehmen. Und den Topf, den reinigt ihr jetzt noch nicht. Lasst ihn einfach abkühlen, denn der Belag hier am Boden, der kommt dann von alleine raus. Also das ist dann wie so eine Art Brot. Also wirklich nicht wegschmeißen, ihr solltet das wirklich mal probieren. Einfach abkühlen lassen und dann löst sich das wie so eine Art Knusperbrot. Und damit hier jetzt der Teig abkühlt, drücke ich ihn hier so ein bisschen an den Rand. So, denn so ein Teigklotz kühlt nicht so schnell ab wie ein flacher Teig. So ein bisschen öffnen, 2-3 Minuten abkühlen lassen und dann geht es gleich weiter mit den Eiern. Guckt mal, ich habe da jetzt nichts dran gemacht und das Knusperbrot löst sich von ganz alleine. Meiner Freundin gezeigt und dann hat sie gesagt, hätte sie das früher gewusst, hätte sie es auch immer gegessen und nicht weggespült. Mhm. Knusprig, gell? Und jetzt gebe ich hier Vanilleextrakt dazu. Ich nehme jetzt ein Handrührgerät, das hat wahrscheinlich auch jeder von euch zu Hause. Ihr könnt aber auch den Kochlöffel nehmen, also den Backlöffel. Dauert nur ein bisschen und es erfordert etwas Kraft in den Armen. Und jetzt gebt ihr ein Ei nach dem anderen dazu. Das erste Ei, da sieht es immer aus, als würde sich die Masse nie verbinden, aber bleibt schön dran. Und ich nehme jetzt erstmal nur 4, es kann aber auch sein, dass ich 5 brauche, je nachdem, wie groß eben auch die Eier sind. Jetzt einfach schön rühren und dann das nächste Ei dazu. Nach 4 Eiern sieht der Teig jetzt so aus, also er ist wirklich noch viel zu fest, denn ein Brandteig, der muss schöne Spitzen ziehen und glänzen, darf aber auch nicht so sehr verflüssigt werden durch ein Ei. Deswegen gebe ich jetzt noch 1 dazu, das müsste dann genug sein. Das ist jetzt so ein Teig, bei dem es sich nicht lohnt, die Rührbesen abzuflecken, weil er einfach noch nicht so gut schmeckt. Also, so sieht er jetzt aus. Schön glänzend. Ja, der ist perfekt. Okay, das mache ich jetzt auch zum ersten Mal. Also probiere ich das jetzt mit euch hier aus. Ich habe jetzt hier mein Backblech, eine Backfolie. Die nehme ich ganz gern, weil ich sie einfach mehrfach verwenden kann und nicht wegschmeißen muss. So eine Dauerbackfolie. Und jetzt gebe ich den Brandteig hier drauf.
Daraus könntet ihr jetzt auch Windbeutel herstellen oder Eclairs machen. Wir machen jetzt eine Eclairrolle. Ich verteile ihn schon mal grob mit dem Teigschaber. Einfach zu einem großen Rechteck. Und hier achte ich jetzt darauf, dass er gleichmäßig verteilt ist, damit alle Stellen auch gleichzeitig gar werden. Und der ist jetzt hier schön auf Blechgröße. Sodele, das sagt man bei uns hier so. Sagt man das bei euch auch? Ihr sagt das auch, oder? Sodele. Okay, Eileen guckt schon so. Nein, bei ihr sagt man das nicht. Bei uns hier, oder? Josh. Sodele, jetzt ist das gemacht und fertig. Und den Rest mache ich jetzt einfach mit der Hand. Ein bisschen Wasser an die Hände. Brandteig bestreiche ich sowieso immer mit Wasser vor dem Backen. Und jetzt einfach nochmal so drüber. Und so kommt die Brandteigplatte, die Eclairplatte in den Backofen und wird gebacken. Während der Backzeit auf keinen Fall den Backofen öffnen, ansonsten geht der Teig zwar schön auf, aber dann fällt er zusammen. Deswegen wirklich die Backzeit auch beachten. Lieber eine Minute zu lang backen als zu kurz. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Ganache herstellen, also die Schokoladencreme. Und jetzt erstmal Hände waschen. Für die Ganache verwende ich jetzt 150 Gramm Sahne, 200 Gramm Zartbitterschokolade und dann verfeine ich sie noch hier mit diesem Kaffeearoma. Das ist echt immer ganz praktisch. Vor allem riecht es ganz gut und ihr könnt einfach Kaffeegeschmack reinbringen, ohne Kaffee zu verwenden. Und das riecht so ein bisschen nach karamellisiertem Kaffee, also echt lecker. Ihr könnt aber auch echten Kaffee dazugeben oder auch einen anderen Geschmack wie Rum zum Beispiel oder Kirschwasser oder was auch immer euch einfällt bei der Ganache. Die könnt ihr echt ganz toll verfeinern. Jetzt wird einfach nur die Sahne aufgekocht und dann kommt die Schokolade dazu. Und da rate ich euch auch wirklich zu Zartbitterschokolade. Ich nehme sogar Herrenschokolade, die hat 60% Kakaoanteil. Und die schmeckt einfach mega schokoladig, ist nicht ganz so süß wie Vollmilchschokolade und man hat einfach diesen Schokogeschmack. Und sobald die Sahne dann kocht, den Herd ausschalten, die Schokolade dazugeben. Ich gucke dann immer, dass alle Schokostückchen mit der Sahne bedeckt sind. Dann rühren. Und sobald die Schokolade geschmolzen ist, lasse ich die Ganache abgedeckt abkühlen. Nicht im Kühlschrank, sondern bei Raumtemperatur, damit sie schön streichfähig wird. So sieht die Platte jetzt aus. Ist auch völlig normal, dass sie hügelig ist. Ist ein Brandteig. Und ich ziehe sie jetzt direkt vom heißen Blech runter auf ein kaltes Blech. Decke es mit einem Tuch ab. Und lasse sie jetzt vollständig erkalten. Bis dahin ist die Ganache auch bereit. Und dann geht es gleich weiter mit dem Füllen. Die Brandteigplatte ist jetzt abgekühlt, die Ganache ist auch schon kalt. Jetzt kommt die Sahnecreme dran. Da mache ich jetzt einfach eine ganz normale geschlagene Sahne. Ich nehme also etwas Sahne, Vanilleextrakt, Puderzucker und Sanapart. Und jetzt kommt die kalte Sahne hier in eine große Rührschüssel. Der Puderzucker kommt dazu. Fällt mir mal ein, wie Samira Puderzucker gesagt hat. Etwas Vanilleextrakt. Und mit Sanapart schlage ich dann die Creme steif. Platte, die löst sich echt ganz gut von der Backfolie ab. Ich habe jetzt hier die Erhöhungen, aber ihr seht schon, das ist ja richtig schön luftig. Das heißt, ich kann die gleich einfach ein bisschen flach drücken. Das heißt, hier kommt jetzt die Sahne drauf. Okay, ich probiere das jetzt. Ich glaube, ich fange an, hier aufzurollen. Habe ich noch nie gemacht. Die Ränder sind halt so ein bisschen knusprig, deswegen könnt ihr die, wenn ihr die so ein bisschen einknickt, dann geht's. Oh mein Gott, das ist eine Riesenrolle. Ich glaube, die ausgesuchte Platte, die passt gar nicht. So, die kommt jetzt ganz kurz in den Kühlschrank und dann kommt da die Schokocreme drauf. Und dann bin ich mal gespannt drauf. Die ist halt echt mega locker. Ich schlage die jetzt so ein. So, gerade für so eine halbe Stunde ungefähr. Ihr könnt es auch kurz ins Gefrierfach stellen. Und dann wird sie dekoriert. Okay, jetzt kommt die Ganache. Die streiche ich jetzt hier drauf.
Das ist jetzt die erste Portion Ganache und jetzt kommt sie in den Kühlschrank. Ich werde jetzt nochmal die gleiche Menge an Ganache herstellen, weil die jetzt nicht komplett gereicht hat. Ist aber gar nicht schlimm. Also wenn es euch so schon optisch reicht, könnt ihr sie gerne so lassen und mit Kakao bestreuen. Ich mache jetzt aber nochmal die Ganache, damit ich eine schöne Schokoladenoptik noch machen kann. Aber jetzt die erste Schicht mal im Kühlschrank fest werden lassen und dann mit der zweiten Schicht dekorieren. Zweite Schokoschicht. Yummy, yummy. Kennt ihr diese Food-Porn-Videos, wo wir so Schokolade und dann... Wow. So fühle ich mich gerade. Mit einem leichten Tropfen des Abflusses im Hintergrund. Hört ihr es? Hört ihr es? Und jetzt mit der Ganache eine schöne, ungleichmäßige Oberfläche machen. Ich meine, die Rolle kriegt ihr auch gar nicht gleichmäßig. Also musste ich das jetzt sagen. Und dann stelle ich sie jetzt kurz in den Kühlschrank, damit sie noch etwas anziehen kann. Also die Ganache. Und dann probieren wir sie gleich. Die Rolle. Die Rolle. Eieiei. Es ist schon spät am Abend. Am Nachmittag. Ich sag einfach nichts mehr. Cut. Für die Optik habe ich jetzt hier noch gefriergetrocknete Himbeeren darüber gebröselt. Aber ich glaube auch, dass sie geschmacklich sehr gut dazu passen. Murat, bitte so. Komm her. Ich bin hier für die Erklärrolle. Ja. Ja. Was willst du uns denn heute erklären? Dass es eine Erklärrolle ist. Was bestimmt auch cool aussieht, wenn du zum Beispiel Physalis nimmst und mit Physalis anrichten tust. Oh. Das sieht bestimmt auch cool aus. Du liebst Physalis. Ja, hätte ich echt eine Lust drauf, weißt du das? Mhm. Gibt es das gerade, weißt du das? Das ist blöd zu sagen, weil es eh nicht regional ist, gell? Doch, wir hatten das immer im Garten. Ah, stimmt, stimmt. Von meinen Eltern. Ja, stimmt. Eigentlich könnten wir uns auch so einen Strauch wieder machen, gell? Ja. Okay. So. Lässt sich echt gut schneiden. Ja, Diabetes incoming. Oh, vorne habe ich nicht durchgeschnitten. Ja. Gerade sage ich es noch. Ich lege gerade wie rum. Ich lege es dir mal so rum drauf. Okay. Das ist jetzt ein Brandteig. Ein Brandteig? Habe ich echt zum ersten Mal gemacht. Brandteig. Und dann, oh, hey, du bist echt gut. Ja, ich weiß, ich bin immer besser. Ich hatte übrigens heute einen Freund bei mir, der zu mir gesagt hat, er hat mal die ersten Murats 5 Minuten angeschaut und die jetzigen. Und es hat sich komplett verändert. Ja. Ja, jetzt weiß ich professioneller auch, geworden. Ja, jetzt weiß ich, was ein Brandteig ist. Und ich weiß, was eine Ganache ist und wie eine Ganache gemacht wird. Und deine Frau erfüllt dir jeden Wunsch. Ja. Mm. Also, ich meine, so ein... Oh, Vorsicht, wir müssen noch Bilder machen. Mhm. So ein Tortenstück ist halt schon groß, ist so groß wie zwei Eclairs zusammen. Mm. Ganz großen Tipp, das Ding ist richtig mächtig. Ja, ja, aber es ist halt eine Torte. Ja, das ist richtig mächtig, das heißt... Was ist jetzt dein Tipp? Bitte nicht alleine essen. Ja, das ist mein Tipp. Das ist ja auch. Ja. Eclair nennt man ja auch Liebesknochen. Hast du jetzt nicht gesagt, oder? Das ist so. Das steht bei Wikipedia sogar drin. Und steht in jedem Konditor. Vergiss es. Jedem Konditor. Nicht, was du jetzt denkst. Liebesknochen ist was ganz anderes. Mach das weg. Es ist einfach nur ein Teig, Brandteig mit Schokolade drüber. Also mächtig ist es mit der doppelten Portion Ganache. Ja. Aber ich finde, wenn du die einfache Portion Ganache nur drüber machst, ist die Optik noch nicht so mega. Mhm. Du musst jetzt auch immer die Ganache nehmen und dann das Innere essen. Mhm. Aber so an sich voll gut, gell? Mhm. Mhm. Solltet ihr mal ausprobieren. Mhm. Und die Himbeeren passen auch und deine Physalis passt auch. Mhm. Nachmachen. Cool. Mhm, mhm. Ich habe übrigens Kaffeearoma in die Ganache. Also ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr reinmachen können. Habe ich voll aus der Schokolade gar nicht mehr gemerkt. Mhm. Mhm. Dafür, dass du sie mächtig findest, haust du aber mächtig rein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte auch mächtig reinhauen. Mhm. Der ist nicht normal, oder Josh? Mhm. Hammer. Der beste Liebesknochen, den ich je gegessen habe. Macht's gut. Tschüss, macht's besser. Das Rezept findet ihr wie immer in der App oder auf selig-blog.de. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich mache jetzt noch die Fotos.
Der ist aber ganz schön mächtig. Also für einen 5-Personen-Haushalt ist das Ding nicht gemacht. Weißt du was? Das ist der letzte Liebesknochen, den ich für dich gemacht habe. Aha, okay. Ja. Keine Liebesknochen mehr für Murat.